Bei Bauer sucht Frau International gibt es ein schockierendes Geständnis. Aber mir liegt noch eine Kleinigkeit auf dem Herzen. Ja, ich zeig dir mal was. Ich habe nämlich... Und außerdem ein nicht ganz so tolles Date. Sag mal, pass mal auf, du kleines Zickenkind. Hä? Sobald die Arbeit anfängt, fängst du an zu mosern. Ich will kein Praktikum machen bei dir. Aber all das und noch einiges mehr gab es in der brandneuen Folge von Bauer sucht Frau International 2023. Dem Format mit dem viel zu langen Namen, das ich natürlich trotzdem wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Hallo, ich bin Alex und wie immer gilt, als kleine Erinnerung, du kannst auch dieses Format immer in kompletter Länge auf RTL Plus gucken und das ist immer einer der ersten Links in meiner Videobeschreibung. Aber dann würde ich sagen, wir starten auch direkt mal und zwar auf La Palma. Da hat sich Heiko für seinen Basti nämlich was Tolles ausgedacht. Das ist die schönste Markthalle auf Santa Cruz. Wow, das ist halt so eins der ältesten Häuser. Und das Schöne ist hier, du siehst ja, du kannst hier Sachen einkaufen, die auf der Insel gemacht werden. Das kriegst du hier ganz frisch. Boah, ich muss ja sagen, als ich ein Kind war, habe ich das immer mega gehasst, wenn meine Eltern mit mir zum Markt gegangen sind, weil ich es super langweilig fand. Aber jetzt, wo ich älter bin, finde ich es ehrlich gesagt auch immer ziemlich geil. Und da gibt es tatsächlich eine ganze Menge regionale Spezialitäten, von denen die meisten irgendwie wie Penisse aussehen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wo ich mit Basti denn das erste Mal in der Markthalle war, es ist halt für mich ein ganz krasses Gefühl. Also ich glaube, ich war aufgeregt, weil die kennen mich ja alle. Und jetzt geht auf einmal Basti neben mir durch die Stadt. Ja, ich glaube, das sah schon so aus, ob man ein Paar wäre auf der Straße. Oh, das klingt aber süß. Und so, als könnte es zwischen den beiden wirklich was werden. Wie wir später noch feststellen werden, dann vermutlich doch nicht. Aber erstmal hat Heiko es jedenfalls gut gemeint und wollte mit Basti einige der Köstlichkeiten am Abend dann auch probieren. Denn wir haben ja schon gehört, Essen ist ihm sehr, sehr wichtig. Ja, und das ist einer meiner Lieblingsstände hier. Hier kaufe ich halt auch immer meinen Käse. Und der Dunkle, der kommt oben aus dem Norden und lecker ist irgendwie, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir nehmen auf jeden Fall uns so eine Ecke mit, weil wenn wir den braten und dann isst man den aber mit Honig. Okay, klingt eigentlich lecker und hat natürlich noch einen coolen Nebeneffekt, denn Basti soll sich jetzt tatsächlich einen Honig aussuchen. Und dafür bekommt er dann auch immerhin 2,4 Sekunden Zeit, dann hat Heiko keinen Bock mehr zu warten und bestimmt einfach alles selbst. So, du scheinst dich ja nicht richtig entscheiden zu können. Ja, so ein bisschen. Also das ist natürlich Flores, das ist Honig von den Blumen. Mhm. Aber ich würde vorschlagen, dass wir uns einfach, wenn du dich nicht entscheiden kannst, lass uns doch so ein Paket nehmen. Ich hätte es eine kleine Spur cooler gefunden, wenn er mir noch ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, vielleicht erklärt, was dies für unterschiedliche Dinge sind. Dann hätte ich mich konkret entscheiden können. Naja, gut, aber das ist jetzt ja vielleicht noch gar nicht so schlimm. Wird es allerdings an diesem Tag dann noch. Vorläufig ist Basti aber noch halbwegs guten Mutes. Wie sich das generell jetzt im Alltag widerspiegelt, dass ich dann häufiger meine eigene Meinung vielleicht ein bisschen zurückstecken muss, das weiß ich noch nicht. Generell finde ich es schon schön, wenn es auf Augenhöhe passiert und das ist aktuell noch nicht ganz so der Fall. Naja, aber kein Problem, denn in der Markthalle gibt es ja auch noch andere tolle Sachen, die man bestaunen kann. So zum Beispiel eine bekannte Künstlerin, die irgendwie eine Freundin von Heiko ist. Und an der kann Basti dann gleich mal sein sehr gutes Spanisch ausprobieren, das übrigens exakt so ist wie meines. Sí, Piera, buenos días. Mira, yo presento Basti. Hola. Nada. Basti. Le gusta La Palma. Gefällt dir La Palma? Absolut. Muy bien. Absoluto. Saluto? Absoluto, dijiste. Absoluto? Absoluto. Ah, absoluto. Okay, und die Szene fand ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm. Ich weiß aber, dass es natürlich sehr unangenehm sein kann, wenn man eine Sprache nicht versteht, gerade wenn man sich dann ein bisschen ausgeschlossen fühlt. Und irgendwie klappt es bei Basti und Heiko an diesem Tag nicht so. Da war witzigerweise das Gänseschiss-Date von der letzten Folge romantischer. An der Käsetheke haben wir dann ja noch die Künstlerin getroffen, die der Heiko kannte. Ich fand es in der ersten Sekunde sehr cool, dass Heiko mich auch direkt vorgestellt hat. Andererseits habe ich mich tatsächlich überfordert gefühlt, gerade wenn man die Sprache noch nicht kann und ich kann im Spanischen nahezu nichts. Häufig kann man dann nur so ein bisschen nicken und grinsen. Ciao. Ciao. Na gut, aber vielleicht wird es ja später am Tag noch besser, denn da macht Heiko das, was er am liebsten mag, arbeiten. Und extra dafür hat er dann für seinen Basti übrigens auch ein passendes Arbeitsshirt vorbereitet, mit einem kleinen Nebengedanken wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ob das vielleicht so ein klitzekleiner Trick war, um vielleicht doch auch mal unter die Klamotten zu schauen und anzutesten, was da eigentlich alles vorzufinden ist.
Ja, ich habe mich natürlich drauf gefreut. Ich meine, man hätte sich auch zu Hause umziehen können, was ich normalerweise mache. Bassi hat einen schönen Körper und seine Tattoos mag ich. Also ich mag das so, wie er ausschaut. Naja, und auch hier muss man sagen, das klingt doch eigentlich wieder so, als könnte es was zwischen den beiden werden. Nur blöderweise muss man sich dann beim Arbeiten ja manchmal auch ein bisschen unterhalten. Und da ist Heiko wieder ein kleines bisschen unangenehm. Denn dafür, dass Basti kostenlos arbeitet, könnte das auch alles mal schneller gehen. Ich möchte, dass Santa Cruz immer schön aussieht. Ich will das ja auch schön machen. Ich meine, das hast du echt jetzt gut gemacht. Das ist soweit okay. Aber natürlich echt noch komplett zu langsam. Ja, glaube ich, ist tatsächlich wirklich auch wie eine Pflanze. Das muss einfach wachsen und entstehen. Na gut. Und ich persönlich finde ja, natürlich gehören diese Arbeitssachen zu Bauersuchtfrau prinzipiell dazu. Man muss aber auch sagen, wenn man das Einkaufen jetzt auch mal irgendwie so halb als Arbeit wertet, haben die beiden ja noch gar nichts anderes miteinander gemacht. Und das wird dann später übrigens auch nicht besser. Da müssen nämlich die Eukalyptusbäume dringend geschnitten werden. Also beim Arbeiten hat man nicht mehr so viele Möglichkeiten, sich auch mal in die Augen zu schauen. Und Private Time ist es ja wieder nicht. Private Zeit ist es sogar für mich. Also Arbeit fängt für mich echt erst an, wenn ich außerhalb meines Geländes bin. Das bedeutet, wenn Heiko Homeoffice machen würde, müsste er nie arbeiten. Das ist ja auch irgendwie eine interessante Logik, die bei Basti tatsächlich nicht so gut ankommt. Aber ich habe schon gesagt, dieser Tag ist einfach insgesamt eine Katastrophe. Aber er hat eine schöne Cappy mit einem Glücksbärchen drauf. Wenn man mir sagt, dass man, wenn man zu Hause privat in seinem Garten was schafft, dass das nicht privat ist, dazu kann ich gar nichts sagen. Ich meine, es ist doch schön, zu Hause zusammen was zu machen. Da kann man sich schön mal unterhalten, das ist doch nett. Ja, und das schöne Unterhalten, das probieren die beiden dann auch gleich mal aus. Und was soll ich sagen? Es wird noch viel katastrophaler und natürlich mir ist schon bewusst, dass da jetzt auch ein bisschen Satire und Ironie mitschwingt. Aber da ist halt auch schon so eine Spur Wahrheit drin. Sag mal, pass mal auf, du kleines Zickenkind, hä? Sobald die Arbeit anfängt, fängst du an zu mosern. Ich will kein Praktikum machen bei dir. Aber ein Praktikant ist ja auch schön im Haus zu haben. Können wir uns gerne holen, aber nicht ich. Wisst ihr übrigens was? Wenn ich ein Bauer wäre, ne, ich würde mich auch bei Bauersuchtfrau bewerben. Und zwar aus dem einfachen Grund, damit ich billige Hilfsarbeitskräfte bekomme. Und genauso fühlt sich Basti, glaube ich, auch. Ja, das läuft wirklich nicht so. Würde ich eine Lehre bei Heiko machen, wäre sein Ton wahrscheinlich angebracht. Aber im partnerschaftlichen Bereich fand ich es jetzt nicht so schön. Und ich finde, das ist eine interessante Grundsatzdiskussion. Also sollte man in einer Partnerschaft besonders respektvoll reden? Oder ist es manchmal sogar ganz gut, Druck abzulassen? Heiko vertritt da auf jeden Fall die komplett andere Meinung. Entschuldige mal bitte, soll ich dir sagen, bitte kannst du mir den Asthma abnehmen? Oh, danke schön. Es ist ja nicht, dass er den ganzen Tag hier irgendwie sowas machen muss. Aber es wäre ja schön, wenn man das zusammen macht. Ich suche ja nicht nur einen Kuschelbär für die Couch. Ich persönlich muss für mich übrigens sagen, ich bin eher ein Fan von direkten Worten. Deswegen, du kleine Schweinebacke, wird's jetzt auch Zeit, dass du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Sonst poliere ich dir nämlich deine... Ja, okay, das lassen wir vielleicht mal und gehen direkt mal zum nächsten weiter. Und das ist Karl-Heinz. Bei dem gibt es ja heute das schockierende Geständnis. Ich bin voller Vorfreude, weil ich ja schon Schmetterlinge im Bauch habe und mich total freue, jetzt ihn in seinem Haus und in seiner Umgebung zu sehen und ja, einfach noch mehr von ihm kennenzulernen. Hallo. Oh, schön, dich zu sehen. Ja, sehr schön. Ui, jetzt schon Schmetterlinge im Bauch, obwohl die beiden bisher netto nur 34 Sekunden miteinander geredet haben. Das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Aber man muss auch sagen, Karl-Heinz ist wirklich gut vorbereitet und bei ihm geht es nicht sofort an die Arbeit, sondern es gibt sogar eine leckere Stärkung, selbst gemacht, vorbildlich. Oh, das sieht ja toll aus hier. Das ist ein leckeres Brot, oder? Ja, Roggenbrot mit eigenem Sauerteig gemacht. Das schmeckt köstlich. Ich denke, Roggenbrot wird es hier wahrscheinlich auch sonst nichts zu kaufen geben. Nein, ne? Gibt's nicht. Das ist eine Erinnerung an die Heimat, ne? Ja. Kann ich mir vorstellen. Cool. Und irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, da ist so ein leichtes Knistern zwischen den beiden. Und es wäre ja cool, wenn wir in dieser Staffel auch mal so ein richtig krasses Happy End erleben dürften. Werden wir aber natürlich nicht. Also bei Bettina habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Jetzt geht es darum, wie sie sich hier wohlfühlt, wie sie mit mir klarkommt und wie sie sich auch draußen verhält. Wenn ihr das alles gefällt, klappt's. Mit wie sie sich draußen verhält, meint Karl-Heinz dann übrigens am Ende des Tages natürlich doch wieder Hofarbeit. Denn er ist ja Olivenbauer und das bedeutet auch, dass er sich um die Olivenbäume kümmern muss. Und davon hat er sehr viele, was auch sehr viel Arbeit bedeutet.
Ich glaube, ein Olivenbaum schneiden ist nicht so die riesige Herausforderung. Mit einer Gartenschere einen Zweig abschneiden, das kriege ich hin. Wie mache ich das hier? Ja, richtig. Ja, ne? Ich glaube, du hast es verstanden. Hat doch gar nicht so lang gedauert. Nun muss ich allerdings fairerweise auch sagen, Karl-Heinz ist bisher der einzige Mann in dieser Staffel, bei dem ich ihm nachsehen kann, dass er jetzt nicht wirklich dabei hilft, denn er kann ja körperlich momentan nicht, auch wenn er, glaube ich, an sich ganz gerne würde. Im Oktober letzten Jahres musste ich den Unterschenkel amputieren lassen. Ich habe zwar eine Prothese, nur passt die noch nicht. Und natürlich erhoffe ich mir endlich wieder selbstständig was zu machen. Na gut, aber grundsätzlich muss man ja echt sagen, zwischen den beiden läuft es halt richtig, richtig gut. Und das bleibt auch am Abend so, als es so ein bisschen darum geht, ob man sich jetzt vielleicht eine Zukunft überhaupt vorstellen könnte. Also ich persönlich glaube, ich fange schon mal an, hier die Heiratseinladung auszufüllen. Wie gefällt es dir denn? Das gefällt mir total gut hier. Es ist echt ein Paradies, das du dir hier geschaffen hast. Glücklich ist, wer so schön leben kann. Auf alle Fälle. Und das schon seit 39 Jahren. Ja, das ist wirklich toll. Also. Okay, dann ist aber etwas wirklich Schreckliches passiert und deswegen auch der Titel dieses Videos, das schockierende Geständnis. Aber mir liegt noch eine Kleinigkeit auf dem Herzen. Ja. Ich zeig dir mal was. Ich habe nämlich... Okay, und ich bin ehrlich, ich war mega gespannt, denn Bettina hat ja irgendwie so ganz verschämt zur Kamera geguckt. Sie hat ihr Handy rausgeholt und ich dachte dann, oh Gott, vielleicht ist sie eine verurteilte Mörderin. Oder vielleicht hat sie früher mal irgendwie Erwachsenenfilme gedreht. Oder ist eigentlich heimlich Angela Merkel? Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Am Ende war es dann aber noch wesentlich schlimmer. Das ist mein kleiner Willi, mein kleiner süßer Hund. Wenn ich zu dir kommen sollte, dann gibt es mich nur im Doppelpack. Okay, und jetzt mal ehrlich, ne? WTF. Ich weiß, ich bin jetzt auf den gleichen Zug aufgesprungen, aber RTL hat das jetzt wirklich so inszeniert, als wäre das das krasseste Geständnis aller Zeiten und dann hat sie einen fucking Hund. Und wir wissen ja schon, sie und Karl-Heinz verstehen sich richtig gut, deswegen wird doch der kleine Willi jetzt niemals zwischen denen stehen können, oder? Tiere im Haus, nicht so gern gesehen bei mir. Okay. Ich kann das auch nicht haben, wenn die auf dem Sofa sitzen oder mit im Bett liegen, schon gar nicht. Also. Der gehört eben zu mir. Das ist ein richtiges Haustier. Das ist einfach so. Das ist natürlich sauschade, denn finde ich ja sehr schön und nett, aber das würde bei mir nicht passen. Krass. Und ja, wir haben das richtig verstanden, weil die Frau einen Hund hat, was wahrscheinlich auch schon irgendwie vorher bekannt sein wird, möchte Karl-Heinz dann eigentlich auch, dass sie jetzt relativ schnell abreißt? Also ich bin ehrlich, die Reaktion fand ich deutlich krasser als das Geständnis. Karl-Heinz' Reaktion hat mich etwas enttäuscht, wenn er mich als Mensch vielleicht sehr interessant gefunden hat, dass er das von einem Hund abhängig macht, dass der Mensch dann auch nicht in Frage kommt. Das hat mich doch sehr enttäuscht. Ja, schade eigentlich. Also es hätte ja ansonsten auch wirklich gut gepasst. Aber ich denke, so ist es besser, wenn ich, glaube auch wenn ich heute Abend dann schon gehe, denke, das wäre besser. Ich weiß ja nicht, ne? Ich fand die ganze Szene irgendwie mega merkwürdig. Es gehört ja zu Bauhaus und Frau irgendwie immer so ein bisschen dazu, dass da ein Hundehasser pro Staffel ist und dass das deswegen Probleme gibt. Aber keine Ahnung, ich fand es super merkwürdig. Auch, dass Karl-Heinz dann trotzdem noch so positiv über sie gesprochen hat. Ich freue mich sehr darüber, dass ich Bettina kennengelernt habe. Sie ist sehr sympathisch und wir haben gut gesprochen zusammen. Aber eine Dreierbeziehung mit Willi noch dabei klappt nicht. Was ich dabei auch so komisch finde, ist, dass er den Willi ja noch gar nicht kennengelernt hat. Also es wurde ja nie darüber gesprochen, ob er jetzt wirklich im Bett schläft oder so. Aber na gut, wie auch immer. Jedenfalls war dieses Thema dann auch schon wieder erledigt. Aber kein Problem, denn Karl-Heinz hat sich einfach noch eine Frau eingeladen. Und die konnte ihre Reise dann auch ein bisschen vorziehen und er ist wieder nicht alleine. An Claudia gefällt mir gut, dass sie so wirkt, dass sie eine Frau ist, die anpacken kann. Mit ihr habe ich ein besseres Gefühl, muss ich sagen, weil sie eben auch in mein Schema passt. Einfach nett und natürlich rüberkommt. Hat er jetzt gerade zwischen den Zeilen nochmal Bettina gedisst, die er ja vorhin noch so toll fand? Auch interessant. Aber na gut, jetzt ist jedenfalls Claudia da. Und die hat dann übrigens auch kein Brot bekommen, sondern musste gleich arbeiten. In meinem Gemüsegarten sind einige Sachen zu säubern. Und ich möchte einfach sehen, wie sie sich anstellt. Ob sie Spaß dran hat
Es muss ihr Spaß machen, dann habe ich auch Spaß. Im halbschlechten Wetter direkt nach der Ankunft den Obst- und Gemüsegarten jäten. Was für eine tolle Aufgabe. Allerdings hat Claudia das klaglos gemacht. Ich glaube, die findet Karl-Heinz richtig toll. Und, mache ich's gut? Ja, sehr gut. Bin ich froh. Aber noch schöner ist natürlich, wenn man es dann irgendwann mal zusammen machen kann, zum Beispiel. Ja, natürlich wäre das viel schöner. Aber da brauchen wir noch ein paar Monate zu, wie es wieder laufen kann. Ja, ich weiß. Netter kleiner Seitenhieb. Nein, aber tatsächlich muss man sagen, auch zwischen Karl-Heinz und Claudia läuft es, glaube ich, richtig gut. Und man hat dann den Abend gemeinsam mit einem Glas Wein ausklingen lassen, mit einer wirklich geilen Aussicht im Hintergrund. Und ich weiß, ich habe schon ganz oft gesagt, aber ich möchte, glaube ich, diesen Sommer auch mal in den Urlaub. Ja, normalerweise, wenn überhaupt, dann sitze ich hier alleine. Mhm. Es ist natürlich wunderschön, dass du da bist. Ja, also Wein trinken ist zu zweit immer schöner als alleine. Auf den ersten Tag, genau. Ja. Auf uns. Auf uns. Gut, damit ist auch Karl-Heinz erledigt. Dann können wir uns ja als nächstes mal die Bäuerin anschauen, nämlich Katrin. Und die hat ein ganz, ganz großes Problem, denn immer wenn sie an irgendeinem Zaun vorbeiläuft, bleibt sie mit den Haaren in einigen Ästen hängen. Wer kennt's nicht? Sowas wie eine echte Lebenskrise. Diese Äste ruinieren immer mehr Frisur. Ja, aber dann können wir die Äste einfach so hoch, wie ich mag, mit der Maschine, schneiden wir sie durch und fertig. Ja. Ja. Und eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass sich auch Marc vielleicht irgendwie ein bisschen ausgenutzt fühlt, weil auch der hat ja doch schon einiges an Hofarbeit machen müssen. Aber im Gegenteil, der findet das richtig geil. Ein bisschen hatte ich das Gefühl, er findet das sogar geiler als Katrin. Ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder mal etwas machen können, was mir auch gefällt und was ich gerne mache. Ja, handwerklich mache ich eigentlich alles gerne. Hä? Hat er damit jetzt nicht gerade gesagt, er fand so das romantische Dinner von gestern eigentlich nicht so geil, weil er viel lieber da auch was Handwerkliches gemacht hätte? Naja, dann darf er ja jedenfalls an die Säge. Und das muss man sagen, die beiden funktionieren als Team relativ gut, während Marc ein bisschen rot anläuft wie eine Tomate. Den Kleinen da nachher. Da? Ja, super. Ja, wir sind ein gutes Team. Und ich finde schon, dass wir uns immer näher kommen und dass immer besser zwischen uns harmoniert. Schön. Und ich finde auch immer noch, dass Marc so toll romantisch sprechen kann. Aber wie auch immer, dann hat sich Katrin auf jeden Fall mal was wirklich Schönes ausgedacht. Denn nur arbeiten ist ja auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Ich fahre jetzt mit Marc zu einem Glamping-Resort in meiner Nähe. Da wollte ich eigentlich schon immer mal hin. Zu zweit kann man das dann ja ganz anders genießen. Dazu muss ich übrigens auch mal sagen, dass ich nie so ganz kapiert habe, was Glamping jetzt eigentlich ist. Also eigentlich ist das doch Glamour-Camping. Aber da, wo die gleich hinfahren, das hat doch mit Camping gar nichts mehr zu tun. Warum heißt denn das dann Glamping? Kann mir das irgendjemand erklären? Aber egal. Katrin sagt dann jedenfalls mal, warum sie das braucht. Dadurch, dass ich da am Hof wirklich sehr viel Arbeit habe, ist es mir auch wichtig, dass ich einmal komplett abschalten kann. Weil eine gute Stube. Mit so Sachen wie Therme oder ein bisschen ein Luxus mit Chalets oder so. Weil ab und zu muss man einfach wirklich Zeit für sich auch finden. Schön. Und deswegen hat sie das da, wie gesagt, gebucht. Und es ist eigentlich auch relativ groß. Es gibt sogar verschiedene Schlafzimmer, die es nach Marks Meinung eigentlich gar nicht bräuchte. Aber Katrin hat sich dann gedacht, dass man die Gangbang-Party doch vielleicht lieber noch in die nächste Woche verschiebt. Ah ja, schon. Schlafst du dort und ich schlaf da. Ja, gut. Ich war eigentlich ganz klar, dass wir noch nicht zusammen die Nacht verbringen werden, weil es einfach nur viel zu früh ist. Ja, man kann auch normal zusammen schlafen in einem Bett. Da muss ja nicht irgendwas passieren oder so. Aber ist das okay für mich? Nee, Marc, bis du bei ihr mal deinen Käse-Ragout-Spieß einführen darfst, musst du noch ein kleines bisschen warten. Allerdings wollte er wahrscheinlich auch mal einen Blick auf ihren Körper werfen. Und da bekam er interessanterweise dann sowieso noch die Gelegenheit dazu. Denn das Glamping hat auch eine Bademöglichkeit. Bei Whirlpool oder allgemein Pools habe ich sehr, sehr gern. Und ich denke, dass man sich im Urlaub halt noch besser kennenlernen kann, weil da ohne irgendeinen Stallmisten oder sonst irgendeine Sachen, also von dem her denke ich, das ist schon ein guter Plan. Ja, und ich glaube, Marc möchte Katrin dann sehr, sehr gerne kennenlernen, weswegen ein Teil seines Blutes schon in die Mitte seines Körpers verschwunden ist. Anders kann ich mir das Folgende eigentlich nicht erklären. Da bist du schon drin. Gehst du mit den Socken eine? Oh, die habe ich vergessen. Bin ich eigentlich der Einzige, der seine Socken auch so gut wie nie auszieht? Nicht mal beim
Naja, ihr wisst schon was, meistens. Egal, lassen wir das einfach. Wenigstens trage ich übrigens dabei keine weißen Tennissocken. Das möchte ich noch ganz kurz als Aufklärung da lassen. Die beiden verstehen sich übrigens wirklich gut. Dann auf einen schönen Abend und danke für die Überraschung. Das Chillen mit Marc war wirklich sehr, sehr angenehm, wirklich auch sehr entspannend. Und ich habe wirklich Interesse, ihn auch von Unia kennenzulernen und dann einfach zu schauen, wie es halt dann wirklich so weitergeht. Näher kennenlernen ist denn übrigens immer Trash-TV-Sprache für Bumsen, oder? Also zumindest verstehe ich das so. Und auch beim nächsten Frühstück, am nächsten Morgen, sind die beiden eigentlich immer noch ein Herz und eine Seele. Und so langsam kann ich mir wirklich vorstellen, dass die vielleicht sich einander wirklich gefunden haben. Ja, und was sagst du jetzt zur jetzigen Hofwoche? Ja, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Es gefällt mir sehr, ja. Also könnte mir schon vorstellen, da ein bisschen was zu machen auf dem Hof. Ja, und wie gefällt ihr dir so? Ja, passt. Marc ist aber auch ein echter Romantiker, oder? Aber gut, ich mag seinen trockenen Humor eigentlich mittlerweile ganz gerne. Später ist der Urlaub dann auch schon wieder vorbei. Das war dann, glaube ich, wirklich nur eine Nacht. Und Katrin möchte bei sich zu Hause nochmal herausfinden, ob sich Marc für ein anderes ihrer Hobbys begeistern kann. Und nein, es sind leider wieder keine Gangbang-Partys. Ich möchte jetzt bei Marc herausfinden, ob er eben tanzen kann, weil tanzen ist für mich so ein Gefühl von Freiheit, einfach von Loslassen. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Wie du vielleicht schon warst, tu ihr sehr gern tanzen. Nein. Schön, wie begeistert er schon wieder ist. Aber tatsächlich gibt sich Katrin dann alle Mühe, es ihm beizubringen. Und am Ende tanzt sie dann auch tatsächlich und er steht so mittelunbegeistert rum. Ich bin natürlich jetzt keine perfekte Tanzlehrerin, überhaupt nicht. Ich mache das eigentlich immer beim Tanzen nach Gefühl. Okay. Aber er hat das super angenommen und hat den Spaß mitgemacht. Und ich glaube, dass er da auch ziemlich willig ist, etwas Neues zu lernen. Ja, ich glaube, willig ist er wirklich. Anders kann ich mir nicht erklären, dass seine Birne immer wieder rot wird. Oder er hat einfach einen sehr hohen Blutdruck und stirbt bald. Naja, finden wir vermutlich irgendwann auch noch raus. Das Beste fand ich beim Tanzen, dass man gemerkt hat, dass sie das gerne macht. Und ja, es war eine schöne Stimmung zwischen uns. Ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn wir uns jetzt weiterhin so gut verstehen und dann einfach schauen, was die Zeit noch mit sich bringt. Wundervoll. Und unser nächster Stopp ist dann bei Emil in Namibia. Und der hat für sich und Susanne heute sich überlegt, dass er auch was Schönes machen möchte. Och, das wird ja richtig romantisch heute. Wir gehen zum Natur, weg von Farmarbeit. Vielleicht könnten wir noch näher aneinander kommen, so ein bisschen Zeit, nur mit uns zwei zusammen alleine. Ja, ich freue mich. Cool. Und die beiden machen dann tatsächlich eine Safari. Und ich glaube, das ist schon was, was in Namibia wirklich eine Menge Freude machen kann. Und Emil nutzt dann auch noch die Gelegenheit, um Susanne so ein paar der einheimischen Tierarten ein bisschen besser zu erklären. Und das war einerseits total interessant und andererseits ein bisschen merkwürdig. Und das nennen wir Dick Dick, mein Lieblingsantilope, dieses kleine Ding. Das ist ein ganz besonderes Tier für mich, das ist so beinahe wie Menschen. Sie kriegen einen Partner und leben dann lebenslang mit diesem Partner. Wenn einer von den zwei dort geht oder sowas, sind die aber dann übrig bleiben, lebt dann alleine weiter. Also einerseits ein schöner Gedanke, andererseits auch ein bisschen morbid, finde ich, oder? Wenn man das jetzt mit Menschen vergleicht. Aber was ich sowieso am schönsten finde, ist, dass dieses treueste Tier der Welt Dick Dick heißt. Ich erspare uns allen den zweitklassigen Witzen an dieser Stelle allerdings mal und wir gucken mal, welches Tier Susanne eigentlich am liebsten hat. Denn das gibt's auch auf dieser Safari. Ja, endlich mein Lieblingstier. Wahnsinn. Oh, wunderschön. Wunderschön. Für mich ist das wahnsinnig toll, dass er sich so darüber Gedanken gemacht hat. Er wusste, dass ich mir das wünsche und dass er mir das jetzt hier ermöglicht. Toller Mann. Süß. Und kleine Geschichte, die wahrscheinlich wieder niemanden interessieren wird, aber ich bin als relativ kleines Kind auch mal auf eine Babygiraffe gestoßen, die dann sogar meine Hand geleckt hat. Und es ist wirklich eine richtig schöne Erinnerung. Aber, so schön dann auch die Safari war, danach rutschte Emil doch ein bisschen das Herz in die Hose. Und das hatte nichts damit zu tun, dass er wie Marc gerne mal seinen Spieß irgendwo versenken wollte, sondern er war nervös. Ich bin heute so ein bisschen nervös. Ich habe so einen Plan in meinem Kopf, wie wir das weitermachen könnten. Ich hoffe, dass Susanne dann mit mir doch gleich darüber denken.
Ja, und Plan ist wirklich das richtige Wort, denn man merkt schon, die beiden sind richtige Kopfmenschen und deswegen haben sie quasi am grünen Tisch besprechen wollen, ob das jetzt Sinn macht mit denen. Und irgendwie war das Gespräch total süß. Wie findest du mich jetzt? Das ich finde dich toll. Danke. Ich finde dich nach wie vor toll. Okay. Toll genug, dass wir noch ja, dass es weitergehen könnte. Ja, ich finde dich toll genug, dass es weitergehen könnte, definitiv. Okay. Jetzt finde ich dich natürlich auch sehr toll, sehr nett, sehr toll, spontan, sympathisch. Toll, wie er dann jetzt nochmal gesagt hat, dann, wenn du mich magst, finde ich dich auch toll. Wundervoll. Aber egal, tatsächlich ist es bei den beiden dann auch so, dass die Hofwoche leider schon irgendwie wieder vorbei ist. Und ich hoffe sehr, dass RTL nochmal aufklärt, ob es dann was geworden ist oder nicht. Wir sind am Ende, du musst irgendwann zurückfliegen. Ja? Wir sehen uns ja auf jeden Fall zeitnah wieder. Doch, ich mach da bestimmt einen Plan darüber. Wir sagen wir jetzt Tschüss. Kann ich dir einen Kuss geben? Du darfst mir auch zwei Küsse geben. Dann mache ich das. Ganz toll. Danke, Susanne. Gut, damit sind wir langsam im letzten Drittel der Sendung. Zwei Bauern kommen allerdings tatsächlich noch und einer ist auch noch brandneu. Und wir wissen ja, das ist die große Internationalstaffel. Deswegen geht's wieder nach Österreich. Yay, da ist man ja nicht weit gekommen. In Niederösterreich ist ein Vollblutbauer auf der Suche nach der großen Liebe. Johannes kann sich nichts Schöneres vorstellen, als auf dem Hof zu leben. Am liebsten mit einem Partner. Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bei Johannes übrigens ein echter Familienbetrieb. Und auch er hat da ganz, ganz klare Aufgaben. Er ist, wenn man so möchte, ein männliches Pferdemädchen. Ich glaube, das nennt man dann auch Pferdejunge. Mann, bin ich klug. Meine Aufgabe am Hof ist quasi, dass ich mich um die Pferde umschaue. Ich tue sie füttern, ausmisten, auf die Koppel. Und ja, einfach schau, dass die Pferde ein gutes Leben haben. Na, das klingt doch eigentlich alles echt ganz süß. Und wenig überraschend hat er deswegen dann auch eine Menge Bewerbungen bekommen. Und er hat an seine Bewerber auch einen großen Wunsch. Ja, gefallen wird mir auf alle Fälle, wenn vielleicht auch der ein oder andere eine Tracht hat, also eine Lederhosen. Da sind sie ein knackiger Popsch natürlich. Da sieht man gleich ein bisschen, was der ein oder andere hat. Ich habe irgendwie immer ehrlich gesagt das Gefühl, dass in Österreich das Wichtigste in Liebesdingen ist, dass man eine Lederhose anzieht. Dann scheint das immer alles zu funktionieren. Aber wie auch immer, er hat sich dann tatsächlich eine ganze Menge Männer eingeladen und die teilen alle ungefähr das gleiche Gefühl. Wir treffen uns um 12 Uhr im Restaurant zum Schwarzen Bären. Ich freue mich, dein Johannes. Also ich glaube natürlich, dass ich nicht der Einzige bin, der den Johannes begehrt, aber die anderen mögen gut sein, ich bin besser. Ich war vom ersten Video an eigentlich schon begeistert von Johannes, was ich super sympathisch fand, war einfach sein Auftreten. Ich freue mich auf jeden Fall, den Johannes kennenzulernen. Und von der Sympathie her passt es, glaube ich, schon mal ganz gut und von der Lebenseinstellung. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, ich bin total aufgeregt, meine Hände sind total feucht, also ich kann es kaum erwarten. So. Ich bin aufgeregt, schon sehr. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Bei mir ist der erste Eindruck sehr wichtig. Meine Erwartungen an den Tag sind heute, ihn vielleicht von Anfang an zu catchen und mal sehen, ob das was wird. Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass Schwarzer Bär irgendwie pervers klingt, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, dass das pervers klingt? Naja, wahrscheinlich bin ich wieder der Einzige. Aber die Jungs sind dann da jedenfalls auch eingetroffen und merken natürlich, dass sie jetzt nicht wirklich alleine da sind. Und das Konkurrenzdenken fängt sofort an. Also hätte ich nicht mitgerechnet. Ich hätte jetzt vielleicht noch mit einem gerechnet, der hier noch hinkommt. Aber direkt zwei, okay, ist schon ein bisschen hart. Ich glaube schon, dass da ein bisschen Konkurrenz jetzt mittlerweile ist. Ich hoffe, mit der Konkurrenz ist jetzt vorbei. Also ist jetzt die letzte Alles Zeit. Super. Ich glaube, wir hoffen mal. Was ich dann aber schön fand, war, dass Johannes, der ist ja eigentlich der, um den dann alle kämpfen, ebenfalls ziemlich Herzflattern hatte. Mag ich immer deutlich mehr als so Macho-Leute, die irgendwie behaupten, das machen sie ja alles jeden Tag. Ja, ich bin sehr, sehr nervös. Grüß euch, servus. Servus. Hallo. Hallo. Na gut, und dann konnte natürlich auch das Kennenlernen schon starten und irgendwie haben alle das Gleiche gesagt. Gefühlt sind da jetzt einfach vier Leute schockverliebt. Als Johannes reingekommen ist, habe ich einfach nur gesagt, wow, richtig schöne Augen, sympathischer Mann, wirklich eine tolle Ausstrahlung. Also voll mein Typ immer noch nach wie vor. Ja. Ich war total geflasht. Ich habe immer noch ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Also entweder habe ich was Falsches gegessen oder es könnte wirklich sein, dass da eventuell der Richtige vor mir steht. Die Augen stechen nochmal viel deutlicher vor als auf den Fotos. Und sein Lächeln kann einen richtig umhauen. Das ist echt schon ziemlich geil.
Das Küsschen vom Johannes, das hat sich schon sehr gut angefühlt und vielleicht gibt es auch mehr davon, aber mal abwarten. Wie es bei Johannes allerdings weitergeht, das finden wir leider erst beim nächsten Mal heraus. Aber einen Bauern haben wir ja noch, nämlich unseren Australier Tom. Und der hat heute richtig lecker gekocht. In einem, glaube ich, total dreckigen Topf. Und es sieht ein bisschen so aus wie Erbrochenes. Schön. Heute gibt es Känguru-Stew. Das ist im Grunde wie Gulasch. Ich mache es selten, aber wenn man gerade Känguru hat, dann benutzt man das natürlich. Das ist auch ein bisschen ein Test. Wird mal interessant, was die zu sagen haben und ob sie es überhaupt essen. Kängurufleisch, okay. Ich bin ehrlich, ich wusste gar nicht, dass man das wirklich so ganz regulär isst. Und ich habe auch gar keine Ahnung, wie das nun schmeckt. Die Frauen wirken jedenfalls nicht so begeistert. Was ist das für ein Fleisch? Das ist Känguru. Oh ja, ich glaube, die Blicke haben da schon einiges gesagt und ehrlich gesagt haben die beiden Frauen dann auch keinen besonders großen Teller gegessen, aber nachher natürlich behauptet, dass es trotzdem richtig toll war, weil sie wahrscheinlich ihren Gratisurlaub in Australien noch ein bisschen verlängern wollen. Das Känguru ist halt hier in Australien auch ein Nutztier und auch eine Kuh ist ein Nutztier und kein Kuscheltier und wir essen ja auch Rind. Also das Essen zu dritt fand ich jetzt nicht so schlimm. Es war nett und unterhaltsam, aber schöner wäre es natürlich zu zweit gewesen. Ja, das hat man von den Frauen bei Tom jetzt ja schon häufiger gehört. Die möchten jetzt endlich mal Zeit zu zweit. Tom allerdings nicht. Denn zwei Arbeitskräfte sind besser als eine. Viel anders kann ich mir seine nächste Äußerung nicht erklären. Im Augenblick läuft das alles klasse zwischen uns. Es wäre eigentlich gut, wenn sie beide hier bleiben würden. Aber das geht leider nicht. Deswegen und auf Druck von RTLs musste er sich dann tatsächlich am Ende für eine Frau entscheiden. Und die war wirklich ziemlich überrascht. Oh, Karin, es tut mir leid. Ich fühle, das passt einfach nicht. Okay. Ansonsten, wir haben viel gemeinsam und ich habe es wirklich, es war klasse, ja, war. Dich zu haben. War wirklich überraschend. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. War ziemlich verdattert. Und ja, es ist halt sehr, sehr schade für mich zu gehen. Ich wäre gerne noch geblieben. Wegen des Gratisurlaubs in Australien. Nein, im Ernst. Ich glaube schon, dass sie ihn auch ganz gut fand. Aber es gibt ja noch eine andere Frau und die muss jetzt natürlich auch noch überhaupt zustimmen, da bleiben zu wollen. Sonst bleibt der Arme am Ende einfach ganz alleine. Astrid, willst du bitte noch da bleiben? Ja, super gerne. Ja. Klar. Tja, und das war's dann tatsächlich schon wieder mit dieser Folge von Bauersuchtfrau International. Aber auch in der nächsten geht's wieder ziemlich ab, denn da kann Tom immer noch nicht flirten. Ich find's einfach toll, vor allen Dingen mit dir. Ich gebe ihm schon ziemlich viele Vorgaben und er sollte schon mal langsam sowas aufgreifen, wenn er mein Herz wirklich erobern möchte. Wenn du das nicht verpassen willst, ich hab's ja schon gesagt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und wenn du sonst noch Bock hast, guck super gerne bei meinen Partnern vorbei. Ich pack dir auch mein Instagram nochmal irgendwie unten in die Videobeschreibung, wenn du gar nicht genug von mir bekommen kannst. Und streng genommen musst du da jetzt sowieso wieder überall draufklicken, denn sonst besteht dein nächstes Date auch nur aus Arbeit.